euch wieder auf meinem YouTube-Kanal, der Herbert kocht. Heute machen wir was ganz Erfrischendes, nämlich einen Joghurt-Früchtekuchen. Das Angenehme dabei ist, dass wir keinen Backofen dazu brauchen. In erster Linie waschen wir mal unsere Früchte. Welche Früchte, das ihr da verwendet, bleibt euch überlassen. Ihr könnt Heidelbeeren genauso nehmen wie nur eine Sorte davon. Ich habe mich heute für drei Sorten entschieden. Riewiesel, Brombeeren und Himbeeren. Die Früchte kann man ruhig zusammennehmen. Riewiesel werden natürlich von den Stielen befreit. Im kalten Wasser wird nun Tortengelee aufgelöst. Zucker dazu. Alle Zutaten gut auflösen und circa eine Minute leicht köcheln lassen. Tortengelee dann abdrehen und circa 10 Minuten abkühlen lassen. Dabei einige Mal umrühren. Zwischenzeitlich richte ich mir schon ein Plastikgeschirr mit Deckel her. Diese Früchte werden nun in das Geschirr geleert, gut verteilt. Dann wird das Gelee über die Früchte geleert und zum Stocken kühl gestellt. Zur weiteren Vorbereitung brauche ich jetzt einmal Joghurt. Topfen, eine halbe Zitrone, Vanillezucker und Staubzucker. Alle Zutaten vermischen. Gelatinblätter werden nun in kaltem Wasser eingeweicht. Schlagobers bzw. Süßrahm wird zu Schlagobers verarbeitet. So, Rum kommt nun in einen Topf. Und die eingeweichten, ausgepressten Gelatinblätter werden nun mit dem Rum erwärmt. Schlagobers wird mit der Creme nun vermischt. Nun kommt es zu einem Kälteausgleich, also etwas von der Creme in die verlassenen Gelatinblätter hineingeben. Nicht umgekehrt, sonst habt ihr Klumpen, und in die Masse mischen. Gut, durchrühren. Bereite sich noch Milch vor, damit man die Biskotten da drinnen einweichen, kurz einweichen kann. Die Creme über die Früchte und die eingeweichten Biskotten auflegen. Und wieder Creme drauf. Teilen. Und wieder eine Lage Biskotten. So, nun die letzten Stückerl. Und nun Abschluss mit der restlichen Creme. Gut verstreichen und am besten über Nacht in den Kühlschrank geben. Am nächsten Tag haben wir es aus dem Kühlschrank herausgenommen. Schaut ja wunderbar aus. Wir lösen diese gute Mehlspeise einmal vom Geschirrrand mit drauf und stürzen.
aus. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, beziehungsweise einen Daumen hoch. Und ja, schaut euch auch meine anderen Videos an, ich habe sehr viele im Netz stehen.